Ich bin Adrian Bernhard, wohne hier in Davos und bin der technische Leiterstellvertreter bei der Davos Klostersbergbahn, Teilgebiet Jakobshorn. Also wir sind zuständig für den Betrieb von diesen Sesselbahnen und Skilift- und Pendelbahnen. Das beinhaltet im Winter vor allem das Personal einteilen, dass überall nur Leute sind, dass es richtig eingeteilt ist, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind. Die Pendelbahn, die erste Sektion, die ist die erste Fahrt um 7 Uhr für das Personal. Dann geht auch der Maschinist rauf, der macht die Kontrolle, die erste. Und dann können wir sukzessive, fahren wir alle 4 Stunden, kommen die Leute rauf von den Restaurant und so weiter. Der offizielle Bahnbetrieb mit Gästen ist ab 7:45 Uhr, bei den Sesselbahnen ab 9 Uhr. Während dem Betrieb der Sesselbahn ist die Hauptaufgabe des Bediensteten in der Sesselbahn die Überwachung vom Einstieg respektive Umlenkstation vom Ausstieg, dass alle Gäste korrekt ein- und aussteigen können. Der SOS meldet eigentlich, wenn das Skigebiet leer ist, dann ist für uns eigentlich auch fertig.